Gestern haben wir von Vancouver Island aus einen Bootsausflug nach dem Festland von British Columbia gemacht. Wir wollen die Grizzlybären beim Fangen von Lachs beobachten. Ziel ist das Indianerreservat von Homalco am Orford River, wo im Herbst zur Lachswanderung organisierte Grizzlybeobachtungen durchgeführt werden. Kaum sind wir aus dem Boot ausgestiegen, erscheint auch schon der Bus, der uns zu den Beobachtungsplattformen führen wird. Und schon sind wir im Lachsterritorium, wo die Grizzlybären jagen tun. Die Beobachtungsplattform heisst Mountain Goat. Jedes Jahr bei der Lachswanderung legen sich Grizzlybären eine Fettreserve von bis zu 180 Kilo für den Winterschlaf zu. Die Fettreserve ist für die Grizzlybären überlebenswichtig. Hier ein kapitales Männchen, das sich überhaupt nicht um Zuschauer auf der Plattform kümmert. Auch das Klicken und Piepsen der modernen Fotoapparate scheint nicht zu stören. Das Komfortverhalten, kratzen an einem Ast im Uferbereich. Eine Mutter mit ihrem Jungen. Im Durchschnitt haben die Grizzlybären zwei Junge, die 2 bis 3 Jahre bei der Mutter bleiben. Auf Vancouver Island gibt es nur Schwarzbären. Unser Schwarzbären-Erlebnis haben wir bei einem Wasserfall gemacht, wo wir Lachs beobachtet haben. Plötzlich zeigt sich ein Schwarzbärenweibli, das offenbar ähnliche Interessen wie wir haben. Und schon bald taucht auch ein Jungtier auf. Das Jagdfieber scheint aber nicht gross zu sein. Beide verlassen den Platz und setzen zu einer Bachüberquerung an. Zuerst das Muttertier, das die Luft prüft. Und nachher ein Jungtier. Das war aber nahe. Und auch wir setzen zu einem diskreten Rückzug an.